Das Wahlbündnis Europa Anders tritt am 25. Mai 2014 zu den EU-Wahlen an. Europa Anders ist eine Allianz aus KPÖ, Piratenpartei, Unabhängigen und der Wandel. Hier ist der Beitrag vom Gründungskonvent. Das muss ich einfach sagen. Ich muss mich bedanken bei den Piraten für die unendliche Geduld mit den Kommunisten und Kommunistinnen. Ich muss mich bedanken bei den Kommunisten und Kommunistinnen für die unendliche Geduld mit den Piraten. Und ich muss mich bedanken beim Wandel für die unendliche Geduld mit allen beiden. Christopher Klee von den Piraten beim Gründungskonvent von Europa Anders. Wie ist die Stimmung? Da sind so viele Leute da. Wo kommen die alle her? Die Stimmung ist ein Wahnsinn. Also es sind über 325 Stimmberechtigte hier plus noch Gäste, die sich das mal anschauen. Der Raum ist voll, voller als jemals bei einer Piratenversammlung war, voller als jemals, nehme ich an, bei einem KPÖ-Parteitag war. Und es ist exzellente Stimmung. Wir haben am Vormittag jetzt schon, hat jede Partei ihre eigene Versammlung abgehalten und jetzt kommen wir am Nachmittag alle gemeinsam zusammen. Es gibt gerade ein paar Grußworte von internationalen Vertretern ähnlicher Bewegungen und dann gehen wir an die Wahl der gemeinsamen Spitzenkandidaten. Ich glaube, es geht darum, dass wir, wenn wir eine wirkliche politische Veränderung in Europa endlich haben wollen, dass wir dann die Weitsicht zeigen müssen, dass wir abseits unserer eigenen Kernthemen auch mit anderen Allianzen schließen. Und das haben wir hier gemacht. Wir sind drei kleine Parteien mit eigenen Schwerpunkten, unterschiedlichen Blickwinkeln, die alle den Weitblick haben, um zu sagen, ja, wir wollen ein anderes Europa. Unser Europa wollen wir wieder zurückhaben, das Europa der Menschen. Und wir arbeiten jetzt gemeinsam daran, diese Vision auch zu verwirklichen. Und diese primäre Aufgabe der Politik ist es, dass sie dieses große Glücksspiel des Lebens nicht akzeptiert. Dass sie sagt, das ist nicht Gott gegeben. Wir müssen uns mit diesem Schicksal nicht abfinden. Wir können unsere eigenen Lebenssituationen selbst bestimmen. Wir müssen das nicht hinnehmen. Wir können das verändern. Und genau das ist die primäre Aufgabe der Politik. Nämlich, dass sie die Chancen, die Vermögen, die Ressourcen und die Informationen fair und gerecht auf dieser Welt verteilt. Jetzt lassen wir die Leute mal wählen. Wir haben wunderbare Kandidaten gehabt. Jeder hat es verdient. Mir ist es gleich, ob ich Spitzenkandidat werde. Ich würde mich freuen, die Aufgabe zu übernehmen. Ich werde aber selbstverständlich auch in jeder anderen Funktion Europa Anders unterstützen. Und jetzt warten wir noch eine halbe Stunde und dann wissen wir mehr. Leute, die keine Parteimitglieder sind, die sich sonst nirgends engagieren, beziehungsweise woanders abseits der Politik engagieren, können da mitmachen. Genau, das ist die Definition von unabhängig, dass Menschen bei uns mitmachen können, die nicht zu einer der drei Parteien gehören, die sich vielleicht woanders engagieren, vielleicht auch nicht. Unsere Politik ist, glaube ich, mittlerweile so abschreckend geworden, dass sie einfach niemanden mehr abholt, dass sich niemand mehr einbringen will. Demokratie kann aber nur funktionieren langfristig, wenn wir unsere Stimme auch geltend machen. Deshalb laden wir hier Leute ein, mitzustimmen, mitzugestalten, ihre eigenen Themen auch nach vorne zu tragen, egal wo sie sich daheim fühlen, ob bei einer Partei oder nicht, das ist egal. Aber die Listenplätze kriegen natürlich nur die, die bei einer Partei sind, oder? Naja, in Wirklichkeit haben wir die ersten zwei Plätze sind für die Unabhängigen reserviert. Hinter uns läuft gerade die Abstimmung. Hat irgendjemand seinen Wahlzettel noch nicht abgegeben? Es war so eindeutig, dass keine Fragen mehr überbleiben. An erster Stelle ist, und Gratulation, Martin Ehrenhauser. An zweiter Stelle ist die Uli Fuchs auch eindeutig. Und an dritter Stelle, der Olympia in der Medaille kriegt, ist der Sebastian Reinfeldt. Also es gibt schon extrem viele Termine und ich freue mich schon richtig drauf, diesen Wahlkampf zu führen. Jeder ist natürlich eingeladen, um mitzuhelfen und sich daran zu beteiligen. Ich kann nur aufrufen, macht's doch mit, schickt uns eine E-Mail, veranstaltet irgendwelche Diskussionsrunden, wirkt einfach mit, würde uns freuen, helft's mit und dann können wir Europas wirklich auch anders machen. Kandidatin, große Freude über den zweiten Listenplatz. Absolut, ich bin total zufrieden und ich freue mich total und ich unterstütze das Bündnis mit aller Kraft.
Ich werde weitermachen, ich werde mich einbringen, ich bin kontaktierbar. Ich würde allen Leuten, die sich interessieren, empfehlen, auf der Website nachzuschauen, die einzelnen Positionen nachzulesen und auch die Informationen, die über die Website verfügbar sind, ernst zu nehmen. Also werden auch Termine bekannt gegeben und so weiter. Mitmachen. Es geht um Selbstermächtigung. Es geht wirklich ums Ernstmachen. Alle machen jetzt ihren Mund auf und sprechen mit, reden mit. Alle haben was zu sagen. Alle sind gleich wichtig und gleich viel wert. Ist so ein Wahlbündnis auch auf nationaler Ebene denkbar? Ja, ich sage es einmal so, das, was wir jetzt haben, ist einmal schon ein Riesenschritt, obwohl es ein kleiner ist. Ja? Wir haben jetzt eine Wahlallianz gebildet für die EU-Wahl. Ich denke, ob das jetzt draus mehr wird, ob da was, um dieses unschöne Wort oder schöne Wort, je nach Sichtweise zu gebrauchen, ob daraus was Nachhaltiges wird, das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Ich sage, es wird nicht unabhängig sein vom Wahlresultat, es wird aber nicht nur vom Wahlresultat abhängen, sondern es wird davon abhängen, was wir für konkrete Erfahrungen gegenseitig machen in unserer Kooperation.